thank <laughs> you Hallo Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Terrifier 3. Ja, ich komme gerade frisch aus dem Halloween-Stream, deswegen habe ich mir gedacht, komm, passt ja irgendwie auch zu der Filmbewertung, da kann man doch mal die Schminke gleich drauf lassen. Ja, so, also es gibt hier definitiv Spoiler, das sage ich direkt am Anfang schon mal vorweg die sich auf Terrifier 1 und 2 beziehen. Also falls ihr die Filme noch nicht gesehen habt, schaut euch Terrifier 1 und 2 an und kommt dann zu dieser Filmbewertung hier zurück. Ja, also Terrifier 2 hat ja schon einige Furore gesorgt und der Film setzt ungefähr, der dritte Teil setzt ungefähr da an, mehrere Jahre da an, wo Terrifier 2 aufgehört hat. Denn... Nach Terrifier 2 ist Sienna doch ziemlich gebrochen und äh, ziemlich neben der Spur und musste dann erstmal in eine Klinik eingewiesen werden, wo sie dann ja, Unterstützung unterhalten hat, äh, beziehungsweise erhalten hat. Und ja, nach einigen Jahren soll sie dann definitiv wieder raus aus der Klinik kommen und soll dann zu ihrer zu ihrer Tante Jazz, gespielt von Margaret and Florence gehen und ähm, sie wird gespielt und ähm, sie war zum Beispiel schon mal zu sehen in Sun Records und ihr Mann, also Siennas Onkel, Dennis, gespielt von John Abrams, der sogar schon bei Scary Movie dabei war. Und Dennis ist so ein bisschen hin und her gerissen, ob das so eine gute Idee ist, Sienna aufzunehmen, denn die beiden haben ja auch noch eine Tochter, Gabby Shaw. Die gespielt wird von Antoniella Rose. Die kennt man zum Beispiel aus dem Spiel, äh, aus dem Spiel, sage ich, aus dem Film A Sudden Case of Christmas. Aber gerade Gabby freut sich riesig, Sienna ähm, bei sich wohnen zu haben und nimmt sie auch sofort in Beschlag, als sie ankam, mit allen möglichen Sachen. Und. Ähm, ja, dementsprechend äh, wo, will Sienna auch versuchen, sich äh, dort einzuleben und alles irgendwie hinter sich zu lassen. Bis sie dann, ja, es ist es alles so kurz vor Weihnachten und sie wollen shoppen gehen. Und Sienna traut ihren Augen nicht, denn sie sieht jemanden, von dem sie meint, ihn nie wiedersehen zu müssen. Ja so ungefähr dazu also man hat jetzt alles von halloween jetzt zu weihnachten geswitcht also was so die zeit angeht und das ist richtig geniale idee denn ähm, art der clown als weihnachtsmann ist einfach unglaublich unterhaltsam super lustig und ähm, david howard thornton als art der clown ist über jeden zweifel erhaben da gibt es einfach nichts zu meckern. Der ist einfach in dieser Rolle und spielt diese Rolle einfach so genial. Da lässt sich nicht, beziehungsweise da gibt es einfach keine zweite Meinung. Ähm, man muss auch sagen, man hat jetzt hier für diesen Film ein Budget von, in Anführungsstrichen lächerlichen, 2 Millionen Dollar. Es gibt Hollywood-Produktion im Horrorbereich die ein weitaus größeres Budget haben und bei denen sowohl das Drehbuch als auch die Effekte scheiße sind. Hier haben die 2 Millionen Dollar und ähm, haben ein richtig lustiges Drehbuch mit sehr viel, ja, ich sag jetzt mal, Slasher-Elementen, mit sehr viel Humor, mit, ähm, ja, gut geschriebenen Charakteren muss man ja sogar sagen. Und äh, die machen da so manchen großen Hollywood-Produktionen da echt einen vor. Und gerade auch die handgemachten Effekte, die die da haben. Also, die waren ja schon bei 1 und 2 waren die ja schon echt gut gewesen. Und da setzen die jetzt hier im dritten Teil nochmal so richtig einen drauf. Ey. Also, da weiß man, wo das Geld gelandet ist. Da haben die nochmal sehr viel Geld in die Effekte gelegt. Und das sieht man den Film auch an. Ja, was kann man sonst noch zu dem Film sagen? Also es ist einfach eine ähm, interessante Fortsetzung, denn man sieht viele Charaktere wieder, die man in, aus dem ersten, äh, beziehungsweise aus dem zweiten Teil sieht, beziehungsweise gesehen hat. Es ist einfach eine Filmreihe, wo man sagen muss, viele Filmreihen geht nach dem zweiten Teil schon die Luft aus. Und hier hat man einen dritten Teil gemacht, wo man sagen kann, ey, ich schaue mir die Reihe immer noch gerne an und auch der dritte Teil gefällt mir richtig gut. Da habt ihr wirklich so viel richtig gemacht. Und ich glaube, der Film, der lebt auch wirklich sehr viel von dieser Mischung aus extrem übelst düsteren Humor und extrem gut gemachten Slasher-Effekten. Also da guckt man hier auf diesen Film jetzt auch also noch mal mehr auf seine Kosten. Und der Film geht jetzt auch zwei Stunden, fünf Minuten, ohne wirklich langweilig zu werden. Also das muss man auch erstmal schaffen. Da hat der ähm, Drehbuchautor und Regisseur Damien Leone wirklich sehr viel richtig gemacht. Und ja, da bin ich echt mal gespannt. Weil ich war äh, im Kino gewesen, in der Mittwochspremiere. Und das Kino war wirklich voll gewesen. Und es sind einige Leute aus dem Kino rausgegangen und sind nicht wiedergekommen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das so bei den anderen Kinovorstellungen so verhält. Also könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr den Film seht, ob bei euch auch einige Leute aus dem Kino rausgegangen sind und nicht wieder reingekommen sind. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Also sollte es noch mehr Filme geben, dann weiß ich nicht, welches, was könnte man sich noch vorstellen? Art der Clown beim Spring Break, Thanksgiving, Super Bowl. Also wären für mich alles so Möglichkeiten, wenn man noch einen vierten Teil oder so machen wollen würde oder könnte. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Hätte ich definitiv Bock drauf. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content-Creator: T-Shirts, Hoodies, Tourenbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos. Und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt ihr frei wählen. Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. So, da sind wir wieder. Ja, Terrifier 3, Art der Clown in seinem dritten Slasher-Abenteuer. Mit vielen Bekannten aus dem zweiten Teil. Mit einigen neuen Gesichtern. Und mit 2 Millionen. US-Dollar holen sie mehr raus, was Drehbuch angeht, was Effekte angeht, als viele Hollywood-Produktionen, die wohl vielleicht sogar noch eine Null dahinter steht. Und da gehört ein wirklich großen Respekt dazu. Man hat hier wirklich auch wieder sehr viel Blut und, 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 und Ekeleffekte, aber gepaart werden mit diesem typischen Art der Clown-Humor. Ist das wirklich eine Sache, wo man sagen muss, da habt ihr wirklich etwas Interessantes geschaffen. Ja, und somit gebe ich dem Film die volle Punktzahl von fünf Totenköpfen, weil der Film einfach riesen Spaß macht. Ja, das war meine Filmbewertung zu Terrifier 3. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung. Dort ist ein interessanter Link, zu dem ihr auf eine Linkliste kommt, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.